Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Resource Pack Folge nach einiger langen Zeit. Mache ich jetzt mal wieder was, da ich jetzt wieder mal Zeit habe. Und zwar machen wir heute Tiere, ja genau. Wir beginnen heute mit irgendeinem Tier. Was genau, weiß ich noch nicht. Und dann beginnen wir gleich und klicken auf unserem, ja, ins Tutorial Pack hier auf Assets. In den Minecraft Ordner, dann im Textures Ordner und im Entity-Ordner sind dann die ganzen Mobs drinnen. Das heißt, von Katze bis Zombie und so weiter. Hier dann einfach noch schön sortiert, weil Horst zum Beispiel, da gibt es dann alle Pferde drin. Es ist einfach extrem viel Arbeit, wenn ihr mal hier ein Pferd anguckt, ne? Das ist, glaube ich, der Esel. Nee, keine Ahnung. Nee, ist er nicht. Auf jeden Fall, hier kennt man sich ja wirklich null aus. Und das ist ja auch extrem viel Arbeit und sowas, ne? Und dazu gehen wir wieder auf unser bekanntes NovaSkin/TexturePacks, die Webseite. Das brauchten wir schon bei der Diamantrüstung. Und jetzt nutzen wir das auch für die Tiere. Dazu geht ihr einfach auf, in der Beschreibung ist auch der Link. Oder ihr geht auf minecraft.novaskin.me/texturepacks. Und entweder ihr macht jetzt ein neues Projekt, oder wir machen beim Tutorial Pack weiter, wo wir die Diamantrüstung schon gezeichnet haben, und ich mache auch bei dem weiter. Also klicke ich mal hier drauf. So, hier gehen wir dann auf Entity. Und jetzt ist die Frage, was wir eigentlich jetzt zeichnen wollen. Ach, übrigens, hier sind nicht nur Mobs drin, sondern auch Dinge wie der Pfeil und so weiter. Oder das Schiff, das Boot. Nun ja. Also, wir machen am besten jetzt, ich würde sagen, den Creeper. Ja, wir machen heute den Creeper. Creeper, Armor, ich guck mal, was hier der Unterschied ist. Ich sag Creeper, Armor, ja, okay. Das ist eben das Teil, wenn der Creeper elektrisch ist, wenn er vom Blitz getroffen ist. Das sind dann eben diese Dinge. Aber wir machen hier jetzt mal das normale Creeper.png. Und dann gehen wir auf Edit. Na gut, hier beim Creeper kennt man sich eventuell noch besser aus. Aber wir machen es trotzdem mit dem Editor hier. So. Gut, hallo lieber Creeper, ne? Fleißig schon am Sprengen. Ja gut, dann beginnen wir am besten jetzt mal mit dem Face, also mit dem Gesicht. Ich gehe dazu einfach mal näher ran. Kann ich hier... Ja, okay, gut, das passt ja. Perfekt. Gut, dann kann ich hier das schön hier richten. Und ich möchte jetzt wieder das normal. Gut. Ja. So. Ja, hier haben wir dann auch gleich den Creeper-Kopf. So, also wir beginnen am besten mit dem Gesicht, und ihr wisst bestimmt, wie ein Gesicht aussieht vom Creeper, und das werde ich auch nicht groß verändern. Auf jeden Fall holen wir uns jetzt mal eine schwarze Farbe. Am besten die schwarzeste, was gibt. Und eventuell diese schwarze Farbe hier mit ein etwas grün einmischen. Das heißt so. Ja, okay, das ist dann zu grün. So müsste das passen eigentlich. Ja gut, das passt perfekt. Die Augen bleiben am besten schwarz, und das hier mache ich rückgängig. Also das hier wird diese Farbe, und dann hole ich noch eine andere. Eine etwas hellere, grünlichere, damit ich dann das hier machen kann. Ja, gut. Sehr gut, dann sieht der Creeper auf jeden Fall mal grün aus, so wie auch sein soll. Creeper sind ja Naturfans. Deswegen sind sie grün. Nee, sind sie nicht, aber egal. So, gut, dann würde ich sagen, radieren wir oder machen den Creeper weiß. Komplett weiß. Und den gestalten wir dann ganz neu. So, jetzt ist er einfach mal ganz krank und weiß und keine Ahnung was, blass. Gut, wir machen mal das vordere Teil, das hinten, das kommt dann noch. Gut, also,
Hier haben wir nicht eine große Farbauswahl. Und ich meine mal. Okay. So. Also, wir holen hier eine Farbe und gehen natürlich im grünen Bereich. Und am besten etwas hellgrün. Ich nehme hier mal eine dunkle Farbe. Dann hole ich eine andere Farbe, die dann heller wird. Die nächste Farbe wird dann noch heller, am besten ganz hell. Ja, nicht ganz hell, aber egal. So, und hier, die lassen wir, das war ja für das Gesicht. Und die wird jetzt im weißen Bereich eingeschoben. Genau so, dann ungefähr, also türkis. Und die Farbe machen wir dann noch in dem Bereich. Gut, das passt dann erstmal. Habe ich das? Ja. Okay. So, dann holen, was ist hier? Pickle Color. Ach so, ja, okay. So. Gut, die Farbe nehmen wir, dann nehmen wir erstmal die helle und machen den Creeper einen Rahmen um seine Augen. Das ist zu hell, dann nehme ich dann eher die dunklere noch. Ja. Ich könnte die jetzt mal hier verändern. So, dann mache ich das einfach mal so. So passt es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, der Creeper kriegt dann wirklich einen Rahmen, das heißt so. Und nicht hier um die Ecken. Das ist auch wirklich nur sein Gesicht, wie soll ich sagen, Augen, Mund. Mit dieser Farbe. Ja, gezeichnet wird. So, dann nehme ich die noch hier, die etwas dunklere, und mache ihm einfach mal hier so ein paar Striche. Und hier unten die Pixel. Und dann die helleren, der kriegt dann die nicht hier, das sieht hässlich aus. Ich mache das hier mal etwas dunkler. So, ja, genau. Und hier. Und hier dann das Ganze, mal gucken, wie das aussieht. So, jetzt sieht der Creeper extrem hässlich aus. Gut, passt so. Ja, hier einfach mal so. Und ich würde sagen, hier ist, ja okay, das müssen wir noch dunkeln. Was ist das für eine Farbe? Ja okay, dann nehmen wir die hier rein. Also einfach jetzt mal ein bisschen verpixeln dann noch. Damit das hier in der Mitte nicht so einfarbig aussieht. Das hier kriegt er so. Okay, mal gucken, wie das dann aussieht. Und ich habe das irgendwie gemacht, eigentlich, dass das so wie Augenbrauen aussieht. Aber naja. Geht halt so. Und im Paint werde ich das dann wahrscheinlich noch etwas mehr verpixeln. So, das reicht erstmal so. Und das ganze Teil speichere ich jetzt mal ab. Nee, eigentlich noch nicht so. Okay, wenn ihr wollt, könnte ich dann auch irgendwann mal Random Mods, also der Mod Random Mobs, einfügen, dass eben, dass diese Mobs eben immer verschieden aussehen. Das heißt, also man muss die Texturen, zum Beispiel vom Schwein, man kann dann mehr Texturen vom Schwein zeichnen und dann gibt es eben verschiedene Schweine in der Natur. Das ist auf jeden Fall eine geile Mod, da braucht man aber Optifine oder MC-Patcher. Und dann können wir zum Beispiel den Creeper jetzt eine zweite Creeper-Textur machen, dass es zum Beispiel einen roten und einen grünen Creeper gibt. Das wird dann zufällig ausgewählte Textur, wie der Creeper dann aussieht. Und wenn ihr wollt, kann ich das erklären, wie das geht, dass man eben mehrere Creeper-Mobs zeichnen kann und dass es eben zum Beispiel 50 verschiedene Creeper in Minecraft gibt, was eigentlich die gleichen Eigenschaften hat. Ja gut, könnt ihr mal in die Beschreibung packen und ich mache weiter mit der Seite hier. Oh, okay. Gut, dann beginne ich wieder mit Weiß. Oder einfach mal hier so eine türkise Farbe. So. Das mache ich auch direkt. Und dann geht's schneller. Warte, ich kann hier. Nee. So, egal.
machen wir es händisch. Also hier schnell drüber fahren. Dann die Fahrseite und ich will den Creeper hier so gut nur den Kopf haben. Nicht, damit ich dann irgendwie beim Körper irgendwas dazu zeichne, was ich eigentlich nicht will. Von oben noch und jetzt muss ich hier mal ein bisschen mich beeilen, nicht, dass das Tutorial eine Stunde wird. So, und von unten noch zu allerletzt. Gut, gut. Wo ist jetzt ein Kopf? Okay. Das nervt. So. Gut, dann nehmen wir die ganz helle, die haben wir hier schon, dann heißt es hier mal die Farbe. Und hier mache ich jetzt einfach mal hier ein paar Striche hin. Dann auch so schräg. So, dass das mal sowas sieht. Und dann die dunklere. Was haben wir hier noch? Das ist dann die ganz dunkle. Meine ich, die ist, glaube ich, heller. Nee, die ist dunkler. Und die ist dann ganz dunkel. Die ist ganz hell. Das heißt, wir nehmen jetzt mal die. Dann werden wir den Creeper, werden wir hier wieder ein paar Striche einfügen, aber nicht so lange. So. Gut, gut. Dann bekommt der, die ist zu dunkel noch, die hatten wir schon. Und die ist hier, okay, die ist heller. Dann fügen wir hier noch ein paar Pixel ein, das heißt hier, hier, hier. Und dann noch, und dem machen wir hier noch einen Strich hin und, Mist, den, das Weiße hier passt eigentlich schon. Das sieht irgendwie hier viel heller aus als der hier. Aber mal gucken, das können wir dann später noch in Paint bearbeiten. Dann beginnen wir hier mit dem. Gut, also so. Und dann so. Aber das ist jetzt von hinten, ja, okay, gut. Dann mache ich das einfach genauso. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich die hintere Seite etwas dunkler machen soll. Aber nö. Gut. Okay. Dann, was hatten wir hier? Die. So. Und das passt dann auch schon. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass hier dann auch ab und zu ganz helle Pixel vorkommen beim Creeper. Jetzt beginnen wir mal mit dem hier. Ja, was wir sowieso immer tun. Also hier einfach mal YOLO drüber. Das muss jetzt nicht so genau perfekt sein. Der Creeper sieht ja eigentlich hässlich aus. Und finde trotzdem Creeper süß. Ja, ich finde wirklich Creeper süß. So. Zack. Der ist zu dunkel, oder der passt eigentlich hier ganz gut hin, wenn wir das so machen. Und den hier. So, okay. Okay, dann haben wir mal die vier Seiten. Und jetzt kommt der Grundriss, also, ja. Von oben eben. So. Das heißt, wieder hier, warte, hier passen, hier war ein dunkler Pixel, dann mache ich das auch hier wieder dunkel. Jo, gut, dass das auch mal ein bisschen zusammenpasst. Und jetzt fange ich hier nochmal weiter. Mache ich hier nochmal weiter. So. Gut. Dann hier wieder einen ganz dunklen Streifen. Das hatten wir schon. Jetzt kommt das hier dran.
Okay, das können wir eigentlich lassen, warum? Hier vielleicht noch. Und dann passt das. Und jetzt noch von unten, das ist eigentlich nicht so wichtig. Der Creeper zeigt sich ja eigentlich kaum von unten. Aber wir machen es trotzdem. Und dann hier noch, und das war ein Fehl. Ja. So, gut, ich meine, das passt schon hier eventuell noch. Und hier. So, gut. Ich meine, der Creeper-Kopf ist jetzt eigentlich mal fertig. Und jetzt speichern wir das ab. Also den Oberkörper. Also den Körper vom Creeper und die Füße. Mal gucken, ob ich das jetzt noch mache, aber ich speichere das erstmal ab und ich guck mal hier. Ja, ich glaube, ich mache den Creeper in mehrere Teile. Wir haben jetzt mal den Kopf gemacht und später kommt dann eben der Oberkörper und die Füße und so weiter dran. Da das dann auch extrem viel zu lange werden, die Folgen. Und das heißt, die Mobs dauern lang zu zeichnen, besonders Pferde. Also Mobs werde ich dann wahrscheinlich in Teile teilen, aber wir sprechen das jetzt erstmal. Save, select, texture pack, das war das, give the scanner name. Was? Ne, wir speichern das einfach. Und downloaden uns die Textur, mehr nicht. Und jetzt rechtsklick, Grafik kopieren. Und dann gehen wir hier rein. Und hier haben wir ja den Creeper auch schon, das öffnen wir dann mit einem Zeichenprogramm. Ja, gut. So, ich zoome das mal ran und füge es ein. Und perfekt. Gut. Das klappt auf jeden Fall. Der Creeper und der, wie gesagt, der Unterkörper, das kommt dann später dran. Ich speichere das mal ab, also speichern. Und wir sehen uns dann gleich im Spiel wieder, wenn wir unseren Creeper sehen. So, und nun sind wir im Spiel. Wir erschaffen uns unseren Creeper. Und hier haben wir unseren Kopf vom Creeper. Ja, der sieht eigentlich ganz gut aus, besonders das hier von vorne, ne? Ich meine jetzt hier das dunkle alte. Scheiß Creeper. So, ich mache einen neuen. Also von vorne und von oben hier. Und von unten, wie gesagt, da zeigt er sich selten. Da muss man wirklich gucken. Naja. So. Also, so sieht der Creeper aus. Und wie gesagt, den Creeper, den werden wir, also den Unterkörper, den werden wir später machen, in späteren Parts. Und so sieht es dann aus, wenn der Creeper zum Beispiel stirbt. Das kann ich auch noch zeigen. Ja, der Kopf, der ist zwar jetzt heller als der normale, aber ja, wir machen das später noch. Und das war's dann von diesem Part unseres Resource Pack. Wie gesagt, schreibt's wieder in die Kommentare, was als nächstes kommen soll. Ob ich jetzt den Creeper hier weitermachen soll oder nicht. Aber wahrscheinlich schon. Auch wenn ihr das nicht wollt. Ja, schreibt's trotzdem in die Kommentare, was ihr als nächstes wollt. Und vor allem, ob ihr das Random Mobs, den Mod, ob ich das erklären soll, wie das funktioniert. Damit eben verschiedene, dass man Texturen von Tieren öfters zeichnen kann, also dass es dann verschiedene im Spiel vorkommen, wie zum Beispiel 50 verschiedene Creeper oder so. Das ist aber natürlich Riesenarbeit. Na gut. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.